Der Raumfahrer. Stellen Sie sich ein Raumschiff vor, welches sehr groß ist, Milliarden von lebenden und nicht lebenden Dingen beherbergen kann, sich sehr schnell bewegt, jedoch in keine Turbulenzen gerät und keinen Lärm dabei verursacht. Mit einer sehr hohen und schön geschmückten Decke. Die Passagiere sollten jeden Tag und zu jeder Jahreszeit Zeuge unterschiedlicher Aussichten sein, darunter große Meere und Seen, die jedoch nicht über ihre Ufer treten. Kann denn so ein Raumschiff überhaupt existieren? Fragen wir uns erstaunt. Die Welt ist genauso ein Raumschiff unseres allmächtigen Herrn. Wenn wir tagsüber zur Arbeit gehen und abends nach Hause zurückkehren, finden wir unser Zuhause am selben Ort wieder. Allerdings hat unsere Erde gemeinsam mit uns mehr als 1 Million Kilometer um die Sonne an Strecke zurückgelegt und sich dabei um seine eigene Achse gedreht. Wenn das so ist, ist dann unsere Erde kein solches großartiges Raumschiff? Ist es denn möglich, dass ein so großes und präzise bemessenes Raumschiff in stetiger Bewegung ohne Turbulenzen und Geräusche Heimat für unzählige Lebewesen und deren materieller Bedürfnisse ohne einen Kapitän fliegt? Wir wissen, Geschwindigkeit und Bewegung bedürfen einer Entscheidung und einer Kraft. Maß und Ordnung sind nur durch Wissen möglich. Billionen von Tonnen an Wasser in den Meeren nicht überfluten zu lassen, Milliarden von Lebewesen mit Nahrung und Kleidung zu versorgen, erfordert endloses Wissen sowie die Kunst und Macht Gottes. Daraus ist abzuleiten, dass in dieser endlosen Dunkelheit einzig und allein unser Schöpfer, Allah Jalla Jalalu, mit seinem unendlichen Wissen, seinem Willen und seiner Allmacht in dieser endlosen Dunkelheit die Geschöpfe in ihrer Ordnung und Laufbahn hält, ohne dabei den Kurs zu verlieren. Er ist es, der Tag und Nacht die Sonne und den Mond in eure Dienste stellt, indem er sie einer geordneten Reihenfolge unterwirft. Sure Ibrahim, Vers 33.